Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Farm Time. Und heute haben wir nochmal eine Wundertüte. Und zwar die Lego Star Wars Wundertüte mit dem Namen Vader Pack. Und das ist die Ausgabe Nummer 1. Für 5,99 Euro ist das Ganze erschienen. Und was können wir in unserem Vader Pack nicht bekommen? Natürlich ein Darth Vader. Dafür aber andere coole Sachen, meiner Meinung nach. Wir fangen mal vorne an. Wir bekommen wie so ziemlich in jeder Wundertüte, wir bekommen 2 Lego Magazine und 2 extra. Und zwar insgesamt 2 von 7. Und wir lesen jetzt vorab erstmal das Kleingedruckte. Gucken, dass ich für euch eingefangen bekomme. So, in dieser Wundertüte befinden sich 2 zufällig ausgewählte Magazine sowie die dazugehörigen Spielset aus den Lego Star Wars Magazinen 60, 72, 75, 76 und 80. Sowie von den Comics Nummer 1, 21 und die 2, 22. Und das ist das, was ich immer sehr, sehr positiv finde. Das heißt, wir bekommen das Magazin mit dem dazugehörigen Extra. Haben wir manchmal auch nicht. So, bei dieser Tüte haben wir eine coole Besonderheit eigentlich, beziehungsweise habe ich auch schon einen Titel geschrieben. Hierbei können wir etwas mogeln. Warum? Wir bekommen, wie gesagt, 2 von insgesamt 7 Extras sind Minifiguren. Da haben wir den R2-D2 und den Praetorian Guard. Und die beiden Figuren waren in diesen beiden Comics drin. Und jeder, der schon mal ein Magazin bzw. einen Comic in der Hand hatte, weiß, die Comics sind ein Stück kleiner. Sprich, man könnte hier erfüllen, ist ein Comic drin und dementsprechend auf Nummer sicher gehen, dass man eine dieser beiden Minifiguren bekommt. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Ich habe speziell nicht erfüllt. Ich hatte einfach nur diese neue Wundertüte gesehen und habe mir sie natürlich mitgenommen. Habe auch jetzt im Nachgang nicht erfüllt, ist da ein Comic drin. Ich will mir die Überraschung nicht vorab nehmen. 2 Figuren und insgesamt halt dementsprechend 5 baubare Sets. Ich gebe ja vorab immer so schon, was ich gerne hätte. Den R2-D2 habe ich ja das letzte Mal erst gezogen. Das heißt, der Praetorian Guard wird mir auf jeden Fall gut gefallen, aber auch Millennium Falcon oder den Clone Turbo Tank würde mir auch super gefallen. Den Arwing habe ich ja gefühlt in jeder zweiten Wundertüte mit drin von Star Wars und den Jedi Starfighter habe ich auch schon ein paar Mal gezogen. Den AT-ST Rider hat ich auch nur einmal gezogen. Wie gesagt, die beiden würden mir noch fehlen. Dann würde ich sagen, einmal kurz Musik und dann öffnen wir unsere heutige Wundertüte. So, dann fangen wir einfach mal direkt an zu öffnen. Wie gesagt, ich habe bis jetzt auch wirklich nicht groß erfüllen können, ob ein Comic oder Magazin, beziehungsweise ob nur ein Comic drin ist. Also, das erste ist auf jeden Fall ein Magazin. Und ich würde auch sagen, drin ist, hängt auf jeden Fall noch ein Kartenbooster dran. Und es ist der Arwing. Ja. Wie gesagt, der ist eigentlich so für mich jedes Mal mit drin. Okay, dann zweite vorab ist auch ein Magazin. Wie gesagt, für die Leute, die Minifiguren speziell sammeln, man kann erfüllen, ist ein Comic drin und da habt ihr eine dieser beiden Minifiguren garantiert, weil diese Minifiguren waren nur in den Comics drin. Die anderen abgebildeten Magazine sind halt von diesen baubaren Extras. Ich lese mir mittlerweile anfangs immer diese Texte durch, weil ich hatte ja wirklich schon ein Magazin drin gehabt. Das war aber bei einer Ninjago-Wundertüte. Das sollte eigentlich gar nicht in der Wundertüte drin sein. Und einmal hatte ich auch gedacht, ich hätte ein Magazin drin, was nicht reingehörte. Es war nicht abgebildet, aber es stand halt im Text mit drin. Also immer das Kleingedruckte vorab lesen. So, zweites Magazin. Wie gesagt, dann auch was Baubares. Hängt auf jeden Fall mal nochmal ein Kartenbooster mit dran. Dann schauen wir mal. Ah, das ist richtig cool. Es ist der Clone Turbo Tank. Diese Ausgabe habe ich wirklich damals leider verpasst, muss ich sagen. Kommen halt nochmal ein Booster dazu, weil meiner Meinung nach mit eins der besten Poster überhaupt hier drin ist. Und das schauen wir uns einmal ganz kurz an. Das ist 501. Legion. Also ich finde, dieses Poster ist für mich eigentlich das beste Lego Star Wars Poster in den Magazinen, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ich bin echt froh, dass ich jetzt habe. Beziehungsweise allgemein das Magazin. Wie gesagt, das Magazin bin ich wirklich richtig happy, dass ich jetzt endlich habe. Das hier, ja,
Habe ich schon ein paar Mal. Aber man kann, wie gesagt, bei den Wundertüten sich im Normalfall nicht beschweren, weil wir bezahlen nur 5,99 € und man sieht halt einmal 3,99 €, die Nummer 60 und die Nummer 76, 4,50 € und man hat halt immer die Chance, Comics bzw. Magazine zu bekommen, die man noch nicht hat, bzw. die auch schon ein bisschen älter sind. Das war meine Ausbeute aus der Vaderbox. Schreibt mir einfach mal in den Kommentaren, was haltet ihr von der Vaderbox? Auch, dass man hier etwas mogeln kann und sich selbst eine Minifigur garantieren kann. Wie gesagt, schreibt einfach mal alles in den Kommentaren. Dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und wer es noch nicht getan hat, kann diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Hoggi.